Leck mich ab. Und dann Moinsen zum Auswärtsspiel bei Bayern München, zu dem wir als VfB-Fans aktuell wahrhaftig mit einem guten Gefühl hinfahren, mit einer gewissen Hoffnung hinfahren oder zumindest mit einer gewissen Sicherheit hinfahren, dass da etwas gehen könnte nach der aktuellen Leistung. Wir sind nur einen Punkt auseinander entfernt aktuell. Also wir können sogar die beiden überholen heute mit einem Sieg, was ein absoluter Vollwahnsinn wäre. Und was auch schon, ich bleibe bei dem Wort, schon der absolute Vollwahnsinn ist und was da schon feststeht, egal was Bayern ist, egal was mit Augsburg ist am Mittwoch, wir überwintern über die Winterpause hinaus auf einem Champions-League-Platz. Der Relegationsplatz der letzten Saison überwintert auf einem Champions-League-Platz plus Champions-League-Platz heißt ja aktuell noch in unserer Denke, sag ich mal, heißt ja maximal Platz 4. Könnte ja sehr gut sein, so wird sie gerade berichtet, dass es sogar maximal bis Platz 5 geht. Das heißt, wir winnen sogar noch auf einem Oldschool-Champions-League-Platz, sag ich mal. Also mindestens auf Platz 4 gehen wir in die Winterpause rein. Das ist der absolute Vollwahnsinn. So, das ist, ja, deswegen sage ich ja, auch schon seit Wochen genießen, genießen, genießen. Auch schon, als wir jetzt die letzten Wochen angegangen sind, ich sag mal, ab Bremen, sag ich mal, boah, jetzt kommen die harten Wochen, ne? Dortmund, Pokal, Leverkusen, Liga, Bayern, boah. Dortmund geschlagen, gegen Leverkusen unentschieden gespielt, in der ersten Halbzeit überragend gespielt. Und jetzt geht's nach München. Ne? Und da ist halt ein bisschen die Furcht, die eben durch das generelle Feeling von nach München fahren und Bayern so als Größus der Liga immer noch da ist, dass die halt gerne mal eine verteilen, ordentlich einen draufgeben, wenn sie eine Pleite hatten, was sie jetzt ja hatten mit dem 5-1 in Frankfurt. Was man auch da sagen muss, klar, die hatten eigentlich schon ihr Spiel danach, wo sie sich hätten abreagieren können. Das war jetzt halt Manchester United, 0-1, also die Abreaktion war nicht großartig da, würde ich sagen. Und jetzt ja auch letztes Jahr 2-2 gespielt, vorletztes Jahr 2-2 gespielt, auch die beiden Male mit dabei gewesen in München. Deswegen wäre es jetzt das dritte 2-2 am Stück, wenn es denn so kommt. Kann ich schon mal vorwegnehmen, das ist mein persönlicher Tipp, einen Punkt da mitzunehmen, wäre schon sehr, sehr geil, dreimal 2-2 am Stück. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist halt, ne, letzten Jahre vielleicht ein bisschen nicht so ernst genommen, ne, wenn wir da auf Platz 15 angereist sind, auf Platz 17, auf Platz 14, wie auch immer. Und jetzt reist du halt auf Platz 3 an oder auf Platz 4 an mittlerweile. Ich glaube, Leipzig hat uns überholt, genau, auf Platz 4. Und kannst sogar die Bayern überholen mit dem Sieg heute, wie gesagt. Deswegen, vielleicht nehmen uns die Bayern heute ein bisschen mehr ernst. Aber was ich auch sagen muss, ohne es jetzt runterzureden oder wie auch immer, ne, wir fahren immer noch in München, ist immer noch klar. Ich glaube, keiner von uns hebt jetzt in dem Sinne ab, in der Arroganz ab, sage ich mal. Wir freuen uns halt einfach, dass es gerade so unfassbar gut läuft. Und deswegen tippst du da halt auch mal auf einen Unentschieden oder auf einen Sieg in München aktuell. Ist halt so, ist halt Fan sein so. Aber Bayern immer noch ein Top-Kader, klar, immer noch auch ein paar Leute verletzt aktuell, Kane ist fraglich, bei uns war auch Anton fraglich, Anton ist sehr sicher dabei, das heißt, ich denke mal auch, dass Kane, ja, den werden sie irgendwie auffrischen, der wird schon spielen, so brauchen wir uns auch nichts vorzumachen als VfB-Fans und auch sonst weiterhin, ne, teuerster Kader, wertvollster Kader der Liga, so klar, fallen ein paar Leute aus, Coman und so weiter, aber es ist immer noch normalerweise ein Spiel, das die Bayern gewinnen sollten, ne, auch das vom Grundsatz her, auch da dürfen wir uns nicht falsch verstehen, und da ist halt die Frage, ob die Bayern uns heute, ja, ein bisschen einen reindrücken wollen, vielleicht von der ganzen Situation her, vielleicht ein bisschen wieder ihre Stellung klar machen wollen, aber ich sehe es irgendwie nicht so ganz unter den Tuchel-Bayern. Die Bayern waren für mich schon mal souveräner, waren für mich schon mal eiskalter, waren für mich schon mal gefährlicher oder angsteinflößender, wie auch immer, als aktuell. Plus wir, ich glaube, das kann man zumindest so rumdrehen, ohne arrogant zu klingen, haben, glaube ich, als VfB aktuell, wie es läuft, die Welle, die wir am Reiten sind, ein, ja, stabileres Kollektiv als die Bayern. Und mit dem Gefühl kann man auch dahin fahren oder denke ich mir auch, dass wir heute zumindest nicht auf die Fresse bekommen. Da glaube ich einfach nicht dran. Ich glaube echt, dass heute was geht. Was auf jeden Fall erstmal nicht geht, ist Stimmung in den ersten 12 Minuten. Das ist auch schon angekündigt worden, auch schon von vielen durchgesetzt worden. Ne? Thema 12. Mann, Thema DFL-Investor, aber danach wird es wahrscheinlich volle Kanne abgehen. Ne? 7.600er VfB vermeldet an Auswärtsfans, die mitkommen. Das heißt wahrscheinlich um die 8.000 dann. Da wird ordentlich Support gemacht. Ich habe brutal Bock drauf und ey, vielleicht nehmen wir sogar auch noch was in München mit. We'll be right back.
Abschluss! Oh! Alter, so. Mittelstück. Klassischer Kane Tempel mal wieder. Forza, Balkanstadt, alle, alle, alle. Hey, VfB, hey, VfB. Forza, Balkanstadt, alle, alle, alle. Schön. Ecke, Ecke. Komm jetzt. Schalalalalala. Auf geht Stuttgart. Stuttgart kommt, Stuttgart kommt! Ole, ole, ole! Wir sind immer für euch da! Oh, VfB Stuttgart ist unser Leben, gibt's uns so viel! Das ist halt geil! Komm hier rein, 3-0, chancenlos! Oh, die Hinserie ist so Weltklasse bisher! Es applaudiert richtig gerade. Alter Scheiße, geht's auf die Reise. Stuttgart International, Europapokal. Oh, Europapokal. Oh. Ja, das war tatsächlich mal nichts, aber wie immer, ihr kennt es, Struktur bisschen drin, bisschen Stichpunkt gemacht während dem Spiel, rund um den Tag, wie auch immer, hier bisschen durchgegangen. Ja, die Voraussichten, wie gesagt, waren nicht verkehrt, ne, hätten schlechter sein können, mit den Ausfällen auch die kurzfristigen noch, hier Kimmich, Goretzka meine ich, ne, aber am Ende des Tages auch da, zur, wie auch immer, Beschwichtigung, wie auch immer, ist ja immer noch die Bayern, ne, da rennen immer noch Kane, Sané, Müller, Musiala an und so, ne, also müssen wir auch nicht tun, als hätten wir da gerade jetzt irgendwie in Darmstadt gespielt, auf einmal nur, weil bei denen mal ein, zwei Spieler ausfallen, ja, ein saudummes, schnelles 1-0, auch irgendwie so eine Co-Produktion, am Ende war es Nübel, der einfach so, ja, nicht halb und nicht ganz, irgendwie so halb gar rangeht, der Ball springt da durch und dann fällt halt das Ding, natürlich auch direkt schon früh, nach 2 Minuten oder so waren es, glaube ich, auch schon während den 12 Minuten kein Support, also einfach ein ganz, ganz komisches Gegentor, ganz komisches Feeling drumherum. Dann auch schon Abseits-Tor Nummer 1 für die Bayern. Da gab es wohl auch, jetzt manche Sachen ein bisschen ein paar Fetzen nur, weil ich bin jetzt hier auf der nach der Rückfahrt zu Hause, keine Wiederholungen gesehen, wie auch immer, bisschen Twitter aufgeschnappt, bisschen Meinungen aufgeschnappt, ne? Aber da sprechen auch manche von Klärungsbedarf, weil irgendwie der VAR scheinbar Probleme geboten hat mit den Bildern und sowas. Andere schreiben, ja, stimmt, aber trotzdem, Kim war im Abseits, auch wenn es knapp war. Ne? Deswegen lassen wir einfach mal so stehen, war auf jeden Fall kein Tor, das gezählt hat am Abend einfach. Nübel hat ein paar Dinger geholt, auch ein paar Dinger gehackt, also auf jeden Fall so ein, zwei Dinger, die richtig brutal wichtig waren und richtig brutal stark waren auch. Ne? Und dann, ja, muss man so unsere Leistung kommen und die war halt einfach ganz insgesamt und auch in der Phase, wie gesagt, ich schreibe immer wieder Stichpunkte auf, wenn ich sie gerade im Kopf bekomme, schreibe ich sie mir auf während dem Spiel. Ja, aber zu viel Respekt, ganz einfach. Zu viel Respekt vor den Bayern,
du warst komplett zu zahm, du warst inkonsequent. Ja, die Bayern haben uns viel zu einfach überrannt auch, so übers Mittelfeld, über die Außen, es ging viel zu schnell, haben uns den Ball gegeben, die Bayern. Wollten an sich nicht viel, haben halt ein bisschen gekontert, ne? Untypischer Auftritt von uns, was das angeht, einfach auch, was die Attitüde angeht, ne? Selbstbewusstsein angeht, das am ne, Spieler dran sein, das konsequente Verteidigen und sowas angeht, einfach untypischer Auftritt. Was auch irgendwie komisch war, es kam keine Störung mehr so richtig vor der Halbzeitpause auch, also gefühlt nochmal ein zweite Schweige, ja, Schweigedemo, sag ich mal, also irgendwie ein ganz komisches Ding, weiß nicht, ob es da irgendwie einen Grund für gab, aber von beiden Seiten gab es irgendwie vor der Halbzeit auf einmal keine Stimmung mehr, und muss man auch sagen, zur Halbzeit einfach Glück gehabt, dass du mit 1-0 reinläufst und nicht mit 2-0, so, Bayern-Pyro ist irgendwie so ein Fragezeichen, ich habe nur davor mitbekommen, dass die Bild berichtet hätte, dass die Bayern irgendwie auch weiter als Protest, ne, als Aktion quasi irgendwie Pyro bringen wollte im Maße, das München noch nicht gesehen hat. Jetzt kam am Ende gar nichts. Kann natürlich sagen, hör, witzig, ne, wollten ankündigen, haben doch nichts gemacht. Andererseits kann es gut sein, einfach die Bild irgendeinen Quatsch geschrieben hat, deswegen will ich mich auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber auf jeden Fall irgendwie ein komisches Ding, weil irgendwie wir haben Spiel auch so ein bisschen gefragt, wann kommt es die Pyro, kommt sie noch, was war da jetzt? Quasi hat die Bild jetzt verhindert, dass die Bayern ihre Pyro machen können, weil es eben davor schon klar war, dann die Kontrollen irgendwie enger wurden, was weiß ich, aber irgendwie eine komische Nummer gewesen, und das Spiel auf jeden Fall. Hoffnung war dann eben da auf eine Halbzeitansprache und eben dieses Ding von, es steht halt nur 1-0, ne? Es geht ja ganz schnell, es ist nur ein knappes Ergebnis, Vertrauen in die Jungs ist ja sowieso da, Vertrauen in Hoeneß und so weiter ist sowieso da. Wurde aber halt nicht besser, so, ne, das Spiel war einfach auch insgesamt nicht gut, ich fand auch, dass die, wie gesagt, vorhin angesprochen, die Bayern wollten auch nicht viel, das war wirklich einfach insgesamt auch einfach kein besonders gutes Spitzenspiel, ganz einfach so, Wagnermann muss man leider ansprechen, wie gesagt, an dem Tag, heute waren, ja, die wenigsten irgendwie besonders zu nennen Sachen gutes Spiel, aber auch Wagnermann wahrscheinlich so mit einer der Schwächsten auf dem Platz auf jeden Fall, auch vom Publikum und so, wie es rüberkam oder wie wir es gespürt haben im Block. Deswegen war es ein bisschen komisch, dass der im ersten Dreierwechsel nicht auch schon mit rausgegangen ist und erst ab der 80. oder sowas runter ist. Also den muss eigentlich viel, viel früher runternehmen, Wagnermann, auch gefühlt zum Selbstschutz teilweise. Auch hier, wie gesagt, angesprochen, irgendwie ein untypisches Spiel für uns. War auch eine untypische Passungenauigkeit da. Klar, am Ende steht da 90% Passquote, glaube ich sogar. Am Ende steht ja immer auf 70% Ballbesitz da, aber du hast halt damit nicht viel angefangen. Wenn wir jetzt in die tieferen Werte gehen würden, im Sinne von, ja, Pässe in die Tiefe, Pässe, die irgendwie nach vorne gehen, Pässe, die Feld gewinnen, wie auch immer, dann ist die Statistik da safe ganz anders, ne? Wenn du hinten Ball hin und her schiebst, ist die Passquote hoch. Aber das war heute irgendwie ganz, ganz komisch. Technische Fehler, einfach generell irgendwie ein fader Auftritt, irgendwie, keine Ahnung, nicht ganz da gewesen, die Jungs einfach. Von Beginn an nicht richtig ins Spiel reingefunden, irgendwie ganz komisch, 2-0 dann auch gefallen, ich glaube, das müsste der Freistoß gewesen sein, habe ich auch gelesen, dass es wohl irgendwie eher ein fragwürdigeres Foul war, das gepfiffen wurde, kann ich nicht bewerten, von so weit hinten keine Wiederholung gesehen, deswegen ist egal, aber damit es halt gesagt ist, dass auch da irgendwie ein bisschen Fragezeichen waren, die bei dem Spiel aber sowieso keine Auswirkungen haben, wir haben hochverdient verloren, ne? Darum geht es überhaupt nicht, ist einfach auch ein bisschen schade, es kam so mitten im Spiel irgendwann raus, der Gedanke, einfach schade, dass du dir halt so ein Spiel rausgesucht hast für die schwächste 90-Minuten-Leistung von uns in dieser Saison bisher, so ganz eindeutig, weil klar, Leipzig haben wir auch verloren, aber erst Halbzeit war gut, Hoffenheim verloren, da waren wir eigentlich komplett besser. In Heidenheim kannst du auch sagen, ja, wenn du Heidenheim verlierst, dann verlierst du immer verdient, aber auch da mit ein bisschen mehr Glück, Lattentreffer, Elfmeter verschossen, dies, das. Also das hier war auf jeden Fall über 90 Minuten die schwächste Leistung der Saison. Mit dem 3-0 war es dann auch vorbei. Da ist es so das einzige Thema, was man ein bisschen größer machen kann, im Sinne von VAR und nicht im Sinne von, das Spiel wäre anders ausgegangen, wie gesagt, hochverdient verloren heute. Aber das war halt keine Ecke, wurde mir auch ein paar Mal geschrieben, wurde auch ein paar Mal geschrieben auf Twitter und so weiter. Das war einfach keine Ecke, der Ball war nicht im Aus, wurde das Ecke gegeben, Ecke fällt rein, ich glaube, dieses Ping-Pong-Ding war das. Und dann steht es halt 3-0. Wie gesagt, auch da gar kein Bayern-Thema, kein Stuttgart-Thema, sondern eher VAR-Thema. VAR kann ja keine Ecken überprüfen, das muss mir halt irgendwer mal erklären, warum so. Kannst du mir jetzt erklären mit, keine Ahnung, das ist jetzt nicht so spielentscheidend wie ein Elfmeter, wie eine rote Karte, wie auch immer. Und dann werde ich dir halt für meine Lebenszeit das Gegenargument mit der Legendo-Ecke bringen. Stell dir mal vor, diese Legendo-Ecke damals wäre beispielsweise nicht berechtigt gewesen. Das war eine Saison entscheidende Ecke, die reingeflogen ist auf Endo dann und 2-1 gegen Köln und Klassenerhalt. Also ich finde,
wenn wir eh schon jeden Scheißdreck irgendwie prüfen und ne, das ja so auch, sogar auch was Faktisches wäre wie Abseits, dann lass uns doch bitte einfach auch Ecken prüfen. Gerade im Zusammenhang mit Toren eben auch, ne? So, aber es ist nur so ein Nebeneffekt. Auch da muss man nochmal sagen, habe ja auch schon vor dem Spiel gesagt, ne, wir haben ein gutes Kollektiv und so weiter, bleibe ich auch dabei, auch meine hoffnungsvolles Gefühl vor dem Spiel bleibe ich auch weiterhin voll dabei. So war halt nicht die Leistung, die wir heute gebracht haben, so, und auch da, um das auch da ein bisschen Wind aus den Segeln zu nehmen oder sowas, die Bayern sollten uns halt auch immer noch schlagen. So, es ist ganz, ganz simpel. Die Bayern sind der größte Liga, Monopol in Deutschland. So sehen sie sich ja auch in großem Maße. Wenn wir uns bei dem, ja, manchmal stimmt's, manchmal, ja, vorverurteilenden Arroganzthema sind, sehen sie sich auch als die geilsten der Welt und das geilste in Deutschland seit geschnitten Brot. Von dem her, würde ich auch da sagen, ihr müsst uns halt besiegen, ihr solltet uns besiegen, ihr solltet jeden in der Liga besiegen, ne? Also um da vielleicht auch ein bisschen Wind aus Segeln zu nehmen, was jetzt irgendwelche dummen Kommentare angeht. Was ich auch sagen muss, komisches Klientel in diesem Auswärtsblock in München. Nicht zum ersten Mal, war jetzt ja auch schon wieder 3 Jahre in Folge dort, letztes Jahr 2-2, davor 2-2. Da frage ich mich halt echt, was da teilweise rumrennt in einem Auswärtsblock. So, ich kann es gar nicht spezifisch genau sagen, weil ich jetzt auch gar nicht irgendwie doof anmachen will oder irgendwo, keine Ahnung, vorverurteilen werden will, wie auch immer. Aber vielleicht kann es irgendwer bestätigen, der in München war. Also irgendwie vom Gefühl her kommen da echt Randoms in den Auswärtsblock. Komplette Voll-Randoms in den Auswärtsblock. Und nicht das erste Mal, dass ich irgendwie so ein paar Halb-Bayern-Fans im Auswärtsblock hatte in meiner Nähe. Also frage ich mich echt, wie das klappt, dass die da in diesen Auswärtsblock kommen. Da tut es wirklich auch richtig, richtig aktiv leid für jeden richtig Vollblut-Fan, der da voll Bock drauf hat und der eben durch diese riesen Warteschlange nicht rankam, durch die großen Warteschlangenzahlen, die da immer wieder da sind, ein Ticket verkaufen. Also gerade in München finde ich es auffällig, vielleicht auch da eure Meinung in den Kommentaren, ob ihr mir da zustimmt, ob ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt. Stimmung war auch, naja, muss man sagen, so. Bei uns muss man sagen, klar, wir haben halt 3-0 verloren, da kann jetzt auch nicht die große Euphoriestimmung kommen, so. Aber auch von Bayern war auch nichts Besonderes. Das Spiel hat einfach im Gesamten gefühlt nie angefangen, schon durch diese 12 Minuten, die jetzt, wie gesagt, Aktion ist ja in Ordnung, aber allein durch das und dann direkt schon das 1-0 nach 2 Minuten, dann noch 10 Minuten lang keine Stimmung. Das Spiel hat nie so richtig angefangen, wenn ihr versteht, was ich meine. Vielleicht könnt ihr das nachfühlen, auch die im Stadion waren. Und so einfach dann ein gebrauchter Trip, muss man ja so sagen, gebrauchter Trip. Gerade auch da, jeder wird es fühlen, da hatten wir auch schon viel schlimmere Rückfahrten, aber gerade Rückfahrten nach Auswärtsspielen, die du verloren hast, sind maximal belastend. Aber jetzt der Spin und auch der brutal wichtige Spin, schöner und richtiger Support am Ende, schon mit dem Abpfiff und danach auch aufbauend und so weiter, Hoeneß ist richtig schön am Klatschen gewesen und sowas, richtig und wichtig, weil die Jungs spielen ja weiterhin eine grandiose Hinrunde. So, das ist der zweitbeste Saisonstart der VfB-Geschichte, immer noch in der Bundesliga. Und, muss man auch nochmal positiv herausheben oder positiv drehen, solche Auftritte wie jetzt, heute, waren die letzten Jahre Normalfall. Jetzt ist es aktuell ein Ausreißer, über den man sich wundert. Ne? So hat sich es gerade geändert bei uns. Und was man auch sagen muss, was vielleicht auch eine Rolle mit reinspielt auf jeden Fall, die Jungs haben abgeliefert gegen Dortmund, Bremen, diese Phase jetzt, Leverkusen, erste Halbzeit. Es waren ja Weltenunterschiede im Vergleich zu den Bayern in der ersten und in der zweiten Halbzeit, ne? Aber jetzt mal der erste Halbzeit-Vergleich, waren ja Welten dazwischen. Startelf ist quasi immer gleich aktuell, bis vielleicht oft mal irgendwie eine Position. Vielleicht waren es einfach ein bisschen K.O. heute. Geben wir ihm das vielleicht mal, oder geben wir das denen quasi mal als Gutes, sag ich mal, weil es jetzt auch keinen Grund gibt. Heute kannst du ein bisschen meckern, heute kannst du enttäuscht sein. Ich habe ja auch mehr erwartet und so und tut einem ein bisschen weh, dann natürlich noch doppelt weh, wenn man hingefahren ist und sowas. Aber aufs gesamte Ding gesehen, ist das Ding geschenkt. So, verlierst du halt in München. Wir spielen eine Wahnsinns-Hinrunde. Jetzt kommt noch Augsburg. Ich habe extrem Bock auf Augsburg. Nochmal ein Erfolgserlebnis mitnehmen, im besten Fall natürlich vor heimischer Kulisse, ausverkauft, vor der Winterpause, in die wir, habe ich ja vorhin auch gesagt, einfach als Champions League-Teilnehmer oder Champions League-Platz überwintern. Also wie gesagt, heute ein bisschen schade, gebrauchter Tag, aber im gesamten Ding gibt es keinen Grund, die Mannschaft tiefer irgendwie anzugreifen als heute, sage ich mal. Die Jungs spielen eine Wahnsinnsrunde. Heute war einfach untypischer VfB-Auftritt. Hünnes hat es auch sehr gut zusammengefasst in der Stimme nach dem Spiel, die jetzt nicht 1:1 wiedergeben kann, aber die könnt ihr euch ja auch durchlesen. Also von dem her habe ich, glaube ich, alles gesagt zum Spiel und wie immer auch noch ein bisschen mehr als das in meinem Fazit. Wie immer gerne eure Meinung in die Kommentare, klare Geschichte, auch wie immer, kostenlos Abo und Like da lassen. Es ist spät geworden mittlerweile hier von
ja, Sonntag auf Montag nach 2 Uhr haben wir jetzt gerade. Ja, bedanke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.